Wir haben gestern Abend einen Anschlag erlebt von mindestens einem islamistischen Terroristen. Eine Situation, wie wir sie in Österreich seit Jahrzehnten nicht mehr erleben mussten. Es wird dementsprechend Konsequenzen geben. Der ausgeforschte Täter war mit einem Sprengstoffgürtel, der sich als Attrappe herausgestellt hat, und mit einem Sturmgewehr schwer bewaffnet. Der Attentäter war ein Sympathisant der Terrormiliz IS. Derzeit finden intensive Ermittlungen und Maßnahmen, die ich aufgrund ermittlungstaktischer Details nicht beschreiben kann, im Umfeld des Täters statt. Was in der Wohnung des Täters gefunden wurde, auch da irgendwie dann IS. Wir können derzeit nicht ausschließen, dass es noch andere Täter gibt. Deshalb läuft gerade die Erhebung auch in dem Umfeld des Attentäters und auch jetzt in der gesamten Konzeption auch quer durch Wien, damit man dann Gewissheit hat, gab es nur einen Täter oder gab es doch mehrere.